Hey Leute, was geht ab? Euer PaxWaders am Start und willkommen hier zu einer weiteren Folge FoodDraft Online. In der letzten Folge haben wir hier dieses Team zusammen gedraftet und haben auch die erste Runde bestritten. Und diese Runde haben wir gewonnen und heute werde ich die zweite Runde bestreiten. Vielleicht auch die dritte, muss ich mal schauen, wie es zeitlich so hinkommt. Definitiv werde ich jetzt hier meinen Online-Gegner suchen. Und wir könnten was wechseln. Nee, könnten wir nicht. Wir lassen alles so. Und ich denke mal, heute werde ich gleich zu Beginn Sanchez in den Sturm hineinwechseln und Neymar dann ins linke Mittelfeld. Bis gleich beim Gegner. So, da haben wir einen Kollegen hier gefunden. Er geht auch weiter. Wir spielen heute mal in unserem Wolfsburg-Heimtrikot. Ja, er geht weiter mit dem Juventus Auswärtstrikot oder drittes Trikot oder so und hat hier, ja, es war eigentlich klar, ein Team mit Ronaldo, weil fast jeder Gegner hier im FoodDraft hat einen Ronaldo oder einen Messi. Dann hat er noch Biabiani, auch richtig viel Pace, Kroos, Nainggolan, Aogo, Mustafi, Vidic, Basta, glaube ich, Cech im Tor, Rossi im Sturm, also gar keine schlechte Mannschaft, definitiv auf Augenhöhe mit unserer Mannschaft. Wir haben zwar zwei Informstürmer, aber dafür hat dann Ronaldo, dafür haben wir wieder einen Robben, also bin ich gespannt, wie er so drauf ist. Aber ich hoffe, dass wir auch diese zweite Runde gewinnen können, bis zur ersten Szene. Also die Anfangsminuten gehören definitiv dem Gegner, ich komme hier gar nicht nach vorne. Vielleicht jetzt mal Higuain, da oben. Geht Robben, da oben geht Robben. Guter Ball, geht zu eigenen Robben. Aber auch abgefangen vom Gegner. Jetzt fällt mir auch ein, dass ich eigentlich Bakker gar nicht drauf haben wollte, sondern Alexis Sanchez in den Sturm wechseln wollte. Aber ich lasse ihn noch mal ein paar Minütchen drauf. Er spielt sich gerade richtig gut. Carlos Bakker, jawohl. Zuerst geht er an den Pfosten und dann geht er rein. Carlos Bakker 1:0 hier für uns. Jetzt kann ich gleich wechseln, beziehungsweise nicht wechseln, weil ich musste eben dreimal Start drücken, weil die Post geklingelt hat und ich sonst es nicht geschafft hätte. Das heißt, ich habe den Controller halt mitgenommen an die Tür und dann habe ich es gerade noch so geschafft und der Gegner macht hier aber auch gut Druck. Das heißt, ich muss abwarten bis zur Halbzeit und dann kann ich erst wechseln, aus sei denn der Gegner drückt Pause. Aber ich glaube eher nicht. Maicon auf Robben, ein Robben, langes Ding auf Lehmann, den bekommt definitiv Lehmann. Jawohl, jawohl, Lewandowski, 2:0 durch den Fehler hier von Cech wieder mal, 2:0 in der ersten Halbzeit noch, das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Puh, durchatmen, jetzt können wir uns quasi einen Fehler erlauben. Weil dann würde es immer noch 2:1 stehen. Ich habe ja gesagt, Lehmann bekommt den Ball. Und Lehmann hat ja quasi den Ball bekommen. Richtig geil. Oh, ganz stark wieder von Lehmann. Sami Khedira, Longshot. Nee, lieber nicht. Ein Robben, zack, geht da vorbei. Ein Robben, nein. Nein, nein, nein. Das waren ein paar Verteidiger zu viel dafür ihn. Ja, vielleicht jetzt hier nochmal. Sanchez, Khedira. Khedira habe ich ebenfalls in meinem Serie A-Team. Auf Neymar, Berbas, ach, McGiddy Spin. Ja, immer noch Khedira, das war natürlich so geplant. Sami Khedira und der ist gar nicht so ungefährlich aufs Tor gekommen. Nur ein paar Meter und der Gegner schon wieder mit dem Fehler. Der Gegner schon wieder mit dem Fehlpass und wir machen das natürlich eiskalt rein. Zum 0:3 hier, zack, die Eckfahne noch umgetreten. 71. Spielminute, unser feiner Alexis Sanchez macht das hier zum 0:3. Oh, der Gegner kommt hier nochmal. Der Gegner kommt hier nochmal und das ist der Anschlusstreffer. Eine Minute nachdem wir das 3:0 gemacht haben. Ich glaube, wer war das? Rossi. Ja, Rossi, zack, das Ding ist drin. Hat er sich gedacht, zack, boom. Netzt das Ding ein. Mann, oh Mann, oh Mann. Nachspielzeit 2 Minuten, also wir müssten das hier locker easy hinbekommen. Das heißt, wir sind in der dritten Runde. Zweite Runde haben wir somit gemeistert. 1:3 haben wir hier gewonnen. Okay, noch nicht, aber gleich.
Es müsste hier auch schon der letzte Angriff sein vom Gegner über Chrissy 7. Cristiano Ronaldo, Hacke zu Hacke, zieht auch mal ab. Und das war's, das war's. Wir haben hier die zweite Runde Food Draft Online gewonnen. Sehr schön. Die nächste Runde gibt's dann auch in der nächsten Folge. Ich werde jetzt immer ein Spiel halt pro Folge raushauen. 10 Schüsse hatten wir aufs Tor, definitiv ein verdienter Sieg. Der Gegner hatte gerade mal 6, sind auch schon eigentlich gut. 55% Ballbesitz, ach, egal, wir haben verdient gewonnen. Ich kann ja hier nochmal weiter drücken. Ich bedanke mich dann schon fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und dann gibt's in der nächsten Folge die dritte Runde. Und ich hoffe mal, dass wir da hinten den schönen goldenen Ball am Ende gewinnen können und vielleicht ein 100k-Pack da rausspringt. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich würde dann sagen, wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Tschüssikowski und ciao.